Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717 Talk. Mein Gast heute, Rainer, Mensch, Yoga-Lehrer und Weltenbummler. Schön, dass du bei mir bist. Dankeschön. Ja, Yoga-Lehrer, ich durfte ja tatsächlich ein paar Erfahrungen über die letzten Tage mit dir in einer Gruppe, einer kleinen Gruppe von Menschen machen. Du hast mir ein paar Belehrungen, kann man das so sagen? Heißt das Belehrungen oder? Ein Kurs, ein Einführungskurs. Einen kleinen Einführungskurs gegeben, genau. Erzähl doch mal, was deine Herzensangelegenheit ist, die du ja auch über zwei Schulen schon viele Jahre in die Welt trägst. Ja, also ich hatte, als ich so alle Pflichten erledigt hatte, wie Matura und Zivildienst, und da hatte ich so das Gefühl, ich möchte meinen Lebenstraum leben, und das war für mich eine unbegrenzte Weltreise. Und darum bin ich 81 auf Weltreise gegangen und wollte 10 oder 20 Jahre durch die Welt reisen. Wow. Und ich habe mich damals von meiner Mama verabschiedet und gesagt, ich komm nie mehr, war sie leicht irritiert. Ja, es hätte mich aber auch als Mutter. Und ja, und dann war ich 2 Monate in Ceylon, dann 2 Monate in Indien, und dann hat mich mein Schicksal zu einer spirituellen Universität geführt, also eine Meditationsschule, die viele Ableger in der ganzen Welt hat. Und da habe ich diese Information oder diesen Kurs, den du jetzt auch dich damit auseinandergesetzt hast, selber bekommen. Und da die Themen für mich so wirklich unvorstellbar waren, dass man das alles vor allem in 5 Stunden verstehen kann, habe ich das einfach nicht glauben wollen und habe den Kurs nur gemacht, um den Fehler zu finden. Und hast du einen Fehler gefunden? Nein, es war erstaunlich, dass ich, egal was für Fragen ich gestellt habe, vorher habe ich das zum Beispiel auch mal mit Buddhisten gestellt, wie nah dem Nirvana gekommen sei, oder Christen, dass ich gefragt habe, wer ist Gott oder so etwas. Und egal was ich gefragt habe, ich habe immer eine ausweichende Antwort bekommen. Ne? Mhm. Und das war das erste Mal, dass die mir auf all diese Fragen, zwar wusste ich damals nicht, ob es für mich stimmt oder nicht stimmt, aber es wäre vorstellbar gewesen. Ne? Es war irgendwie plausibel, was mir da geantwortet wurde. Und dann habe ich also, eigentlich hätte der Kurs 5 Tage dauern sollen, und ich habe ihn dann aber in 3 Tagen beendet und habe so viele Fragen gestellt. Ja? Und lustigerweise habe ich ja die Dame jetzt hier im Seminar getroffen, die mir das vor 38 Jahren erklärt hat. Also das vielleicht einmal für unser Publikum. Wir haben hier eine Woche geteilt mit vielen Leuten, und es gab verschiedene Bereiche, wo man sich interessieren konnte. Ja. Du hast sozusagen außerhalb der Seminarwoche diesen kleinen Kurs gegeben, einfach weil ich interessiert war und ein paar andere Menschen. Genau. Und dann haben wir in dem Feld der Gäste von der Seminarwoche eine Frau getroffen, die deine Lehrerin vor 38 Jahren in Indien war. Genau. Und wir wussten nicht, dass wir uns hier begegnen würden. Und ganz spannenderweise habe ich ja mit ihr eigentlich auch noch zu tun. Genau. Nämlich in der Redaktion eines Kanals, den ich mit betreibe, wo wir uns alle ja nicht persönlich kennen und so. Genau. Also das nochmal auch an Petra. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ne? Genau, das war spannend. Dann. Ja, also 3 Tage hast du gebraucht damals in Indien, um diese Erfahrung zu machen? Ja, also am dritten Abend habe ich dir gesagt, sie hat mir gesagt, jetzt fang mal an, dich damit auseinanderzusetzen. Und weil ich aber in diesem Ort in Indien eigentlich immer Laden übers Ohr gehaut wurde, wo ich immer vorbei musste, egal wo ich hinging, habe ich mich entschlossen, spätestens am dritten Tag reise ich ab, oder am vierten in dem Fall. Und dann bin ich am Abend nach Hause gegangen. Ich habe nicht verstanden, was Meditation oder Yoga ist. Ich war schon überrascht, dass die mir alle Fragen beantwortet haben. Ja, wusste nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt, aber hätte sein können, theoretisch. Mhm. Und dann beim Gehen, ich habe gar nicht gewusst,
wirklich, was ist Yoga oder Meditation? War es, wie wenn jemand eine Bombe von Frieden und Glückseligkeit auf mich abgeworfen hätte. Mhm. Und das war nicht vor 5 Minuten oder vor 10, sondern vor 2,5 Stunden ungefähr diese Erfahrung. Und ich war also so ausgebliesst, ja, in Glückseligkeit und so ein tiefer Frieden. Ich hätte schwören können, dass ein Mensch sowas nicht erfahren kann. Ja, und ich habe es aber erfahren. Dann bin ich eingeschlafen, so, bin da um 10 angekommen am Abend und vielleicht um 00:30, 01:30, 01:30 eingeschlafen. Und als ich morgens aufwachte, lag ich im Bett und dachte, das war so irreal. Ich dachte, das war alles ein Traum. Mhm. Und dann, da ich in der Psychiatrie damals schon gearbeitet habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich genauso verrückt geworden wie meine Patienten. Ja, und dann habe ich ist mir eingefallen, also wenn das ein Traum war, habe ich geträumt, ich hätte es in mein Tagebuch geschrieben und wenn es Wirklichkeit war, muss drinstehen. Tagebuch auf, stand alles schwarz auf weiß. Super. Ja, und dann wusste ich zumindest, dass das gestimmt hat und anstatt an dem Morgen abzureisen, was ich vorhatte, bin ich da zu der Meditation hochgegangen, habe mich in den Meditationsraum gesetzt. Zu meiner Riesenüberraschung bin ich noch tiefer in den Zustand von Frieden gekommen. Hätte nicht für möglich gehalten, dass das geht. Keine Glückseligkeit mehr an dem Morgen, aber so ein tiefer Frieden, dass den Klick gemacht hat. Und plötzlich wusste ich, jetzt habe ich gefunden, was ich mein Leben lang gesucht habe. Und du warst noch jung zu der Zeit. 25, ja. Da fangen andere vielleicht gerade an zu suchen oder sind noch nicht mal auf der Suche nach diesem inneren Frieden, ja? Genau. Wissen noch vielleicht gar nicht, dass es um das Innen nach außen geht. Erzähl mal. Das habe ich da nicht verstanden. Ich habe wirklich das, also ich komme ursprünglich aus Deutschland, obwohl ich in Wien lebe, schon über 33 Jahre jetzt, aber ich habe gedacht, Deutschland ist schuld, dass ich unglücklich bin, aber ich wusste nicht genau, wieso, aber irgendwie habe ich mich da eingeengt und eingesperrt gefühlt. Damals wusste ich natürlich nicht, dass ich mich selber eingeengt und eingesperrt hatte. Ja. Und dann dachte ich, das Glück muss woanders liegen. Und so bin ich dann eben losgezogen und dachte, ich möchte es in der Welt finden. Und ich wollte eigentlich gar nicht nach Indien gehen, aber wenn man mal 10 oder 20 Jahre reisen will, dann kann man nicht nur in die Länder gehen, wo man da gleich sein Geld weg hat. Dann muss man also in Asien viel unterwegs sein, weil da kann man es sich länger leisten, einfach so in dem Sinne. Ja, und dann habe ich einfach den Impuls gekriegt, das ist jetzt unsinnig, wenn ich noch 19 Jahre suche, obwohl ich schon gefunden habe und bin genau nach einem Jahr zurückgekommen. Und meine Mama war sehr überrascht. Nach der Mutter sowieso. Sehr überrascht war die, ja, als ich da zurückkam. Und dann hat sie gesagt, sag mal, was hast du denn da gemacht? Weil ich habe schon ein Päckchen geschickt und da waren merkwürdige Hindi-Schriften drin und dies und das. Sie war so ganz überrascht, was ich da geschickt hatte. Aber es war auch der Kurs in Deutsch drin. Und den hat dann mein Vater in die Hand gekriegt, hat meine Mama mir dann später erzählt. Und er hat angefangen zu lesen und nicht mehr aufgehört, bis er 120 Seiten fertig war. Wow, super. Ja, und dann hab ich meiner Mama gesagt, hast 5 Stunden Zeit. Und hat sie gesagt, ja. Und habe ich ihr gleich den Kurs gegeben. Ach. Und das war sehr spannend. Das war im Oktober 81. Nein, 82 war es, Oktober 82. Und dann ging es so auf Weihnachten zu und dann habe ich so aus Spaß habe ich ja gesagt, du übrigens, ich fahre im Februar wieder nach Indien, hast Lust mitzukommen. Ne? Und meine Mama war so ein oberschwäbisches Mütterchen, damals ungefähr knapp 60, 59 war sie, glaube ich. Und dann hat sie gesagt, wieso eigentlich nicht? Ne? Und dann bin ich fast umgefallen. Wow. Ne? Also wirklich, weil meine Mama hat schon Albtraum empfunden, nach Italien zu fahren. Ich wollte gerade sagen, und sowas. 20 Kilometer weiter ist schon angekommen, ja, ungefähr. Also es war unglaublich. Und dann haben wir es meinem Papa gesagt und er hat gesagt, ja, fahr du ruhig nach Indien. Nicht geglaubt. Weil der dachte auch, er kennt sie und die fällt noch ungefähr 15 Mal um bis dahin. Und ich dachte es ehrlich gesagt auch. Und wir fuhren im Februar 83 daher nach Indien, 4 Wochen lang. Und als wir zurückkamen, hat mein Papa am Flughafen geweint und hat gesagt, das sage ich dir, wenn du nochmal nach Indien fährst, dann kannst du gleich dort bleiben, ne, zu meiner Mama. Und als sie wirklich das nächste Mal fuhr, sie ist dann
dreimal insgesamt dort gewesen. Dann hat er nach den Studenten geschaut, weil sie hat es dann auch angefangen und 2 Jahre später er sogar auch. Ja? Und meine Schwester hat es noch zwischendurch angefangen. Also von 5 Familienmitgliedern haben es 4, also 3 angefangen durch meinen Einfluss. Mhm. Und mein Bruder, der ist Arzt, der war total stinkig, hat gesagt, du hast mir meine ganze Familie genommen. Die haben alle Spinnen angefangen, die sind alle verrückt geworden und durchgeknallt. Ja? Und ja, also er hat mir das 20 Jahre übel genommen, aber nichtsdestotrotz, einmal habe ich einen Vortrag in meiner Heimatstadt, ist da in Ravensburg gewesen, gehalten. Ne? Und dann hat mir seine Freundin, damals hat mir dann gesteckt, er hat stolz zu seinen Freunden gesagt, der Vortragende ist mein Bruder. Ne? Aber sonst hat er nichts Gutes an mir gelassen. Also der Familiensegen war am Ende wieder hergestellt. Also halbwegs. Also halbwegs. Also er hat es nie praktiziert, aber er, weil seine Freundin spirituell war, hat er zumindest gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Okay. Ist es denn so, dass wenn man diesen Kurs absolviert hat, dass man es auch gleich weitergeben darf? Also, weil wenn du sagst, du warst dann dort diese 3 Tage, dann hast du dich entschieden zu bleiben, dann hast du den Kurs wahrscheinlich beendet. Ja, aber der Kurs ist nur das Handwerkszeug zum Selbststudium. Und ich habe dann 4 Wochen noch in Indien studiert. Okay, das war jetzt. Ich bin sozusagen rund um die Welt gereist. Ja, das hat sich dann so ergeben, weil ich hatte ja nur einen Weg nach Bangkok. Und dann haben sie mir gesagt, die nächste Schule ist in Singapur und Malaysia. Und ich soll doch da mal 2 Wochen hingehen und noch 1 Woche, 3 Wochen. Und dann soll ich nach England kommen. Und in Singapur habe ich aber die Dame getroffen, die Asien leitet und Südostasien. Und dann habe ich gesagt, weil mein Plan B, falls ich nicht 10 oder 20 Jahre reisen wollte, war, mich in Neuseeland anzusiedeln. Ne? Und dann habe ich die einfach mal gefragt, weil die da zuständig war, kann ich irgendwann mal nach Neuseeland? Und dann hat sie gesagt, unser Motto ist, was immer du tun willst, jetzt oder nie. Dann habe ich gesagt, heißt das, dass ich jetzt dahin reisen kann? Dann sagt sie, ja, mach wie du willst. Ja? Und du kommst 3 Monate nach Australien und danach kannst machen, wie du denkst. Ja? Noch 1 Monat zum Beispiel nach Neuseeland und genau das habe ich gemacht. Und habe genau das gemacht, was ich vorhatte. Ja? Australien, Neuseeland, Amerika, one way. Wahnsinn. Und du hast jetzt 2-mal schon Frauen erwähnt. Also die den Dame, die dir den Kurs gegeben hat, die war ja noch sehr jung damals. Ja. Dann die Leiterin des Ganzen. Jetzt weiß ich ja auch über den Kontakt mit dir, dass Frauen in dieser Organisation, eine sehr große Rolle spielen. Das stimmt. Und das war von Anfang an dem Gründer, war ihm sehr, sehr wichtig, dass obwohl diese Organisation in Indien den Ursprung hat, dass das Frauen vorangestellt sind. Weil man ja dieses Verständnis hat, dass man Energiewesen sind und Energie ist nicht männlich und nicht weiblich. Aber da in Indien Frauen einfach unterprivilegiert sind und denen sagt man, sie dürfen nicht mal spirituelle Sachen von vielen Gurus ausführen, weil sie minderwertig in Anführungszeichen seien, hat der Gründer von Anfang an Frauen vorangestellt und deshalb die ganzen administrativen Leiter dieser Organisation sind Frauen. Ne? Also die letzte Leiterin ist jetzt im März, hat sie den Körper verlassen mit 104 Jahren und alle Leiter vorher waren Frauen. Ne? Das heißt, die ganze administrative Leitung, natürlich ein paar Männer gibt es schon auch, die in bestimmten Rollen da sind, aber das war einfach, ums Ego zu brechen. Ne? Dann warst du ja der deutsche Hahn im Korb. Nein, nein, es gibt schon einige in Deutschland, also im Ausland war das anders und ich bin extra nach Australien eingeladen worden, weil in den Schulen dort, in den Meditationsschulen, dort waren Männer, wo man das lernen konnte, wie man so ein Zentrum leitet und managt. Ja? Und dann konnte ich, also ich habe sozusagen nach einem Jahr bin ich zurückgekommen und da hatte ich wirklich Intensivtraining. Ja. Und ohne Training kann man das wirklich nicht machen, so eine Schule. Und da habe ich offiziell den Auftrag gekriegt mit einem, der auch schon in Australien in einem Zentrum gelebt hat, aber Deutscher war, zusammen die Schule in München zu gründen. Das heißt, du hast dann 2 Schulen aber, glaube ich, gegründet. Ja, ne? Genau. Danach, nachdem das andere übernommen haben, wurde ich nach Österreich geschickt, einfach weil es damals keine Schule gab. Und in Deutschland gab es dann mit der, die ich
mitbegründet habe, schon 4. Mhm. Und dann hat man gedacht, ja, Österreich sollte auch nicht vergessen werden, in Anführungszeichen. Und dann habe ich mit einem anderen Deutschen zusammen die Schule in Wien gegründet. Mhm. Wenn ich mir das so als Schule vorstelle, es gibt ja keine Verpflichtung, ne? Also Nein. Es ist einfach, man trifft sich. Gelehrt, genau. Ja. Genau. Und das sind Schulen, sind einfach größere Wohnungen, mhm. und wo aber dieser Geist und dieses Bewusstsein mhm. gelebt wird. Vielleicht, jetzt habe ich so viel von diesem Kurs gesprochen, jetzt sollte ich einfach mal sagen, was man da lernen kann. Vor allen Dingen, weil unsere Zeit, oh herrje, ich habe jetzt schon gesehen, nein, red noch okay. unbedingt okay. die Essenz. Ja, die Essenz. Also es ist einfach so, dass man verstehen kann, wer bin ich, wie funktioniere ich, mhm. wo ist die Kraftquelle, wie kann man Kraft schöpfen. Das Zweite, das Dritte ist Gesetz hinter unserer Welt, warum sind die Dinge, wie sie sind. Und das Vierte ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verstehen, woher komme ich, wohin gehe ich. Und das Fünfte, wie sind alle Menschen miteinander verbunden, warum verstehe ich mich mit dem einen sofort, mit dem anderen nie. Und das ist einfach, dass ich das nirgendwo in der Welt sonst gefunden habe, dass man in so einer kurzen Zeit eigentlich so einen umfassenden Zusammenhang verstehen kann. Mhm. Und das war für mich damals wirklich bahnbrechend. Für mich ist, wenn ich das eben sagen darf, dieses Gottbewusstsein nochmal auf eine ganz andere Art nah bekommen zu haben. Mhm. Also in den Tagen, die ich jetzt mit dir geteilt habe und mir deine Lehre angesehen habe und auch die Meditation geteilt habe, habe ich, ja, Baba mhm. sagt ihr? Ja, genau. Ja. Habe ich auch Baba spüren können und das mhm. war eine schöne Erfahrung. Also da auch mal Danke an dieser Stelle. Mhm. Gerne. Vielleicht für unsere Zuschauer, der Rainer mit A geschrieben, .Bart mit TH hinten, hat diesen Kanal auf YouTube. Du hast leider kaum Abonnenten. Genau, ja. Aber wer Lust hat, über Gott und die Welt was zu hören, einmal Werbung gemacht für dich, Rainer. Mhm. Und dann gern noch, was magst du dem Zuschauern von deiner Schule oder deiner Arbeit noch mitgeben? Mhm. Naja, vielleicht, also ich habe dann ein Ein-Mann-Friedensprojekt auch vor einiger Zeit ins Leben gerufen, weil die Leute denken immer, Frieden hängt von den Umständen ab. Aber wenn man das mal in sich selbst entdeckt, diesen Frieden, dann... Da ist unsere Klingel. Sprich noch zu Ende. Okay. Wenn man das in sich entdeckt, dann kann man einfach wahrnehmen, dass das wie Frieden ist, wie eine Halskette, die man sucht, aber man trägt sie um den Hals bereits. Und man muss bloß sich nach innen richten und es erfahren. Und wenn man es erfährt, weiß man es. Und dann kann man es in sein Leben umsetzen. Ganz genau. Praktisch. Du bist mit einem Ein-Mann-Friedensprojekt ganz richtig hier gewesen. Genau. Vielen Dank für deine Energie. Vielen Dank auch für die Lehren, die ich mitnehmen durfte. Und wahrscheinlich sehen wir beiden uns sowieso wieder. Ganz genau. Liebes Publikum, hoffentlich hat es ein bisschen neugierig gemacht. Rainer Barth auf YouTube. Man kann ihm auch folgen. Mit einem Lächeln. Bis bald. Mhm.